Bis zu 811 Millionen Menschen hungern in einer Welt des Überflusses. Täglich sterben etwa 6500 Kinder an den Folgen von Unter- und Mangelernährung. Und das, obwohl mehr Lebensmittel produziert werden als je zuvor. Um allen Menschen ein gesundes Leben zu ermöglichen, müssen die Ursachen und Zusammenhänge in den Blick genommen werden. Unsere Ernährungssysteme. Unter Ernährungssystemen versteht man die Art und Weise, wie Nahrungsmittel produziert und verarbeitet, gehandelt und konsumiert werden, vom Acker bis zum Teller. Diese werden von den politischen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und ökologischen Rahmenbedingungen beeinflusst. Ernährungssysteme stehen zudem in Wechselwirkung mit dem Klima, natürlichen Ressourcen wie Wasser und Land, der Artenvielfalt und den Lebens- und Arbeitsbedingungen der Menschen. Das globale Ernährungssystem ist ungerecht und ungesund. So können zum Beispiel kleinbäuerliche Betriebe immer seltener von ihrer Arbeit leben und ihre Familie versorgen. Die Gründe dafür sind vielfältig. In vielen Teilen der Welt müssen aufgrund von fehlenden Alternativen immer mehr Menschen von der Landwirtschaft leben. Gleichzeitig bedroht die Klimakrise, zum Beispiel durch Dürren und Überflutungen, die Lebensgrundlage der Menschen. Vielerorts haben Regierungen die ländlichen Gegenden und die kleinbäuerliche Landwirtschaft vernachlässigt. Nicht selten wurden große Agrarbetriebe von Regierungen bevorzugt gefördert und dadurch kleine Höfe verdrängt. Hinzu kommt, dass viele Agrarprodukte lange Transportwege haben. Das schadet dem Klima. Und stark verarbeitete Lebensmittel sind, zum Beispiel durch Subventionen, oft günstiger als frisches, regional angebautes Obst und Gemüse. Vor allem arme Menschen greifen daher oft zu ungesunden Lebensmitteln. Wir brauchen eine nachhaltige und gerechte Umgestaltung entlang der gesamten Wertschöpfungskette, vom Acker bis zum Teller. Das heißt konkret: nachhaltige Landwirtschaft. Grundlage eines gesunden Ernährungssystems ist die Herstellung der Nahrungsmittel auf Basis standortgerechter Produktionsmethoden. Dazu gehören unter anderem der umweltschonende Anbau und eine Weiterverarbeitung, bei der Lebensmittelmüll und lange Transportwege vermieden werden. In Projekten in Peru und Bolivien stärkt die Welthungerhilfe die kleinbäuerliche Landwirtschaft. Die Bäuerinnen und Bauern lernen auf ökologische Landwirtschaft umzustellen, können mehr Sorten anbauen und erfahren neue Wege, um die Produkte vor Ort zu verkaufen. Auch auf politischer Ebene sind wir aktiv. In Peru existieren, auch durch unser Einwirken, seit neuestem Zertifizierungsverfahren für offizielle Bio-Label. Damit die Bevölkerung im globalen Süden in einem fairen Maß von den in ihrem Land angebauten Lebensmitteln profitiert, ist eine gerechte Bezahlung notwendig. Wenn Lebensmittel in dem Land, in dem sie angebaut werden, auch weiterverarbeitet werden, entstehen unter anderem neue Jobs, auch außerhalb der Landwirtschaft. In Sierra Leone unterstützt die Welthungerhilfe Landwirtinnen und Landwirte beim biologischen Kakaoanbau und bei der Weiterverarbeitung. Durch feste Verträge haben Kleinbäuerinnen und Kleinbauern zuverlässige Abnehmerinnen und Abnehmer für ihre Waren, die faire Preise zahlen. Außerdem wird aus den Kakaobohnen im eigenen Land Schokolade produziert. Das sorgt vor Ort für zusätzliche Jobs. Lieferketten bestimmen zusehends die globalen Lebensmittelpreise, die Verfügbarkeiten und die Frische von Lebensmitteln. Lange Transportwege sind umweltbelastend, kostenintensiv und zudem müssen die Lebensmittel dafür meist lange haltbar gemacht werden. In den meisten Fällen gilt: je lokaler Produzentinnen und Produzenten ihre Waren direkt saisonreif geerntet verkaufen können, desto nachhaltiger ist dies fürs System und desto gesünder für die Verbraucherinnen und Verbraucher. Über die Vermarktungsplattform Bhumika kann sich die wachsende städtische Bevölkerung in Indien mit Bio-Lebensmitteln von kleinbäuerlichen Betrieben aus der Region versorgen. Im normalen Lebensmittelhandel verdienen vor allem Zwischenhändlerinnen und Zwischenhändler. Mit Bhumika werden die angebauten Produkte über Start-ups direkt an Verbraucherinnen und Verbraucher in Großstädten verkauft.
Das verhilft den Bäuerinnen und Bauern zu einem deutlich höheren Einkommen. Unsere Projekte sind ein erster Schritt. Für ein gerechtes, nachhaltiges und gesundes weltweites Ernährungssystem braucht es vor allem auch politische Weichenstellungen. Wir müssen umdenken.